Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man. Oh, Moment, ich hab's vergessen. Oh shit, wenn ich jetzt verrecke. Ich wollte fliegen. Ich wollte fliegen. Er fliegt. Oh, oh! Er schießt glücklicherweise nicht nach unten. Holy shit. Ja, wir sind immer noch in der zweiten Super Ultra Mega Awesome Extra Stage. Hab in der letzten Folge ein bisschen über E-Girls wieder mal geredet. Tut mir leid. Ja, man sieht, ich bin psychisch. Da kann man auch nur eine Klatsche kriegen, weil ganz ehrlich. Okay, der macht auf jeden Fall Wind, ne? Aber da ich ja wieder keine Ahnung habe, wobei, warte mal. Naja. Ich habe im Grunde eigentlich genug Leben. Aber das Problem ist, dass ich natürlich trotzdem testen muss. Und wenn ich meine. Die beste Waffe 500 mal verschieße und erst nach dem 600. Schuss merke, dass die gut ist, kann ich ja, ne, habe ich ja keine Energie mehr. Da kann ich ja die restlichen 4 Leben auch in die Tonne kloppen. So, Stacheln. Stacheln, das ist schon mal ein interessanter Ansatz. Aber ich glaube, das geht noch besser. Faust. Ja, ich denke, das ist die Faust. So, Dropkick. Ja, machen wir den doch gleich mal, oder? Wenn er nicht wegspringen würde! Okay, so viel dazu. Das waren 2 legitime Waffen, die man einsetzen konnte. Finde ich in Ordnung. So, das war eine sehr interessante Stage. Auf in die nächste. Wobei, ja, es ist interessant jetzt. Ja, ich werde es machen. Also... Ich habe gerade so überlegt, ob ich mich wieder umbringen sollte. Die Sache ist, ich habe ja genug Leben. Nur... Okay, ich habe nichts gesagt. Es hat sich alles aufgefüllt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn ich es jetzt dann nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. So, okay. Weltraum-Stage. Das bedeutet, es gibt nachher wieder Dotter und wahrscheinlich wieder schön U-Boot-Action. Oh, Auge, was Feuer schießt. Geil. Oh, Auge, was Feuer schießt. Geil. Aber dieses Mal ist es blaues Feuer. Kein rotes. Es kam frisch aus der Hölle. Es ist wahrlich Höllenfeuer. Ja. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, noch weiter drüber zu reden. Tut mir leid. Ja, ich meine... Man sollte jetzt trotzdem jedem gleiche Chancen, gleiche Voraussetzungen geben, ne? Also wenn jetzt die nächste kommt, sollte man sich jetzt nicht... Also man sollte natürlich schon draus lernen, aber, ne, also... Was mich halt nur irgendwie abfuckt, ist, dass es so die letzten noch ein Leben, wow. Habe ich jetzt außerdem den Easy-Mode aktiviert? Aber gut, bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt hier trotzdem unbedingt Schaden nehme. Und keinen Checkpoint kriege. Dann ist das hier einfach nur eine verkackte Endlosschleife. Was mich halt abfuckt, ist, dass irgendwie rege ich mich da auch über mich selber auf, dass ich halt wirklich nicht lerne. Dass da wirklich manch einer von mir 8000 Chancen kriegt. Und so viele, ja. Ich meine, jeder hat vielleicht mal so die eine gestörte Person in seinem Leben, von der er sich so denkt, boah, das war mal so ein Ding, hätte ich die mal nicht kennengelernt, oder es muss ja auch nicht unbedingt, es kann ja auch ein Kumpel sein, also so als Mädchen, eine Freundin oder so. Aber bei mir, ich weiß nicht. Es nimmt irgendwie nicht so wirklich ein Ende. Da hast du dann 3, 4 innerhalb von 1,5 Jahren hast du 3, 4 verschiedene E-Girls. Wirklich komplett verschieden, kommen aus verschiedenen... Das sieht ja schon aus, als wäre das nochmal dieselbe Stage. Aus verschiedenen Gegenden, ja. Unterschiedliches Alter. Also wirklich unterschiedliches Alter, holy shit. Aber haben trotzdem alle dieselben Macken, so immer dieses, ja, keiner versteht mich, keiner liebt mich, und du stellst dich dann so hin und versuchst der dann zu helfen, und das ist so das Ding, was ich absolut nicht verstehe, dass Leute
sich dann so hinstellen und sagen, keiner versteht mich und du hast ja keine Ahnung, aber sie sich dann auch nicht... Kann ich denn... Ach, scheiß drauf, da ist vielleicht nur Müll drin. Ich habe gerade überlegt, ob ich, wenn ich auf den Hund steige und dann so hochschieße, ob ich dann... Ja, wenn ich auf den Ding reite, ob ich dann so hochschießen kann. Habe ich... Ich weiß gar nicht, ob ich es versucht habe, während ich auf dem reite, auch mal zu schießen. Ja, dass die sich hinstellen und sagen, keiner versteht mich und so, aber sie dir auch gleichzeitig nichts erklären, ja? Ich meine, wenn du... Wenn du Menschen nichts erklärst, dann können sie dich auch nicht verstehen. Und so, aber naja, ich fall... Wow. Ach, fick dich. Ich verstehe halt nicht, warum... Das war klar, dass ich da Schaden nehme. Warum das dann... Warum ich 3, 4 kennenlerne und die alle gleich sind, weißt du? Und dann neigt man wirklich irgendwann dazu zu sagen, ah, geht wahrscheinlich nicht anders im Internet, ja? Wir haben alle eine an der Klatsche. Richtig, richtig stimmt. Vor allem, ich komme mir auch so falsch dabei vor, wenn ich das so erzähle. Ich klinge dann irgendwie so ein bisschen wie Elotrix, falls ihn jemand kennt. Also so ein Typ, der laut seinen Geschichten am Tag wahrscheinlich 80 Weiber flachlegt. Was ja eben nicht so ist. Was ja überhaupt nicht so ist. Aber ich erzähle die... Oh, hier. Warte. Zeitanhaltman habe ich ihn genannt, also Flashman. Flashman sollte eigentlich komplett... Ich speichere hier wieder. Komplett für den Arsch sein. Der hält ja eigentlich nicht viel aus. Laser? Ja. Immerhin Laser. Ich habe zwar gespeichert, aber ich habe nicht geladen. Alles gut. War sehr gut, da ist er reingesprungen. Wo war ich jetzt? Ja, das Ding ist ja, dass es nicht so ist, ja. Ich will ja... Klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich würde ja gerne auch die eine finden. Ja, ich bin ja auch gar nicht so ein Typ. Ich bin ja mega treu und so. Aber ja, es sind halt so Geschichten, wo ich mir so denke, die musst du einfach erzählen, weil ich komme damit nicht klar. Weil es belastet mich psychisch. Ich verstehe das einfach nicht. Vor allem das Dumme ist ja, dass alle diese E-Girls mich ja anbaggern. Das klingt auch wieder komplett selbstverliebt und schreit eigentlich nach einer Lüge. So, wenn ich das bei anderen hören würde, würde ich mir so denken, ja, du bist wahrscheinlich eine arme Sau und dich baggert. Du wirst wahrscheinlich gar nicht 24/7 angebaggert. Aber all diese E-Girls, das weißt du, die hat man irgendwo getroffen, irgendwo in irgendeinem Spiel geedit oder so. Du hast überhaupt nichts dabei gedacht. Ich denke dann immer nur so, ja, mit denen kannst du jetzt spielen und naja, die sind ja ganz nett. Und dann fangen die plötzlich an, so Sachen zu erzählen wie, oh ja, du behandelst mich besser als alle meine Freunde und du hast so eine tolle... da brauche ich gar nicht den Typen wegen dem Wasser. Du hast so eine tolle Stimme und du bist ja auch so nett und oh, du bist so geil. Was? Warte mal. Ah, dafür sind die Dinger gut. Für solche Gegner, die ich mit dem Blaster nicht treffe. Natürlich kannst du Leitern runtergehen. Ach, du bist ja so geil. Das war klar. Checkpoint, Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Oh, tatsächlich. Ah nee, mit dem Blaster kann ich die auch treffen. Ja, du bist ja so geil und so toll und Und dann denkst du dir auch so, ja, ne? Man kann es ja dann mal versuchen, aber dann, sobald du dann selber auf sie zugehst, distanzieren sie sich plötzlich und behandeln dich scheiße, ignorieren dich, versetzen dich und du denkst dir nur so, Bitch, was ist eigentlich dein scheiß Problem? Du baggerst mich 2, 3 Wochen lang konstant an und wenn ich dir dann eine Chance geben will, das ist ja so, ich warte dann schon 2, 3 Wochen so circa, weil, wie gesagt, man hat ja dann irgendwann auch sein Schutzschild und umso öfter das passiert, umso mehr denkt man sich dann so, boah, fick dich, weißt du, und dann irgendwann geht man halt darauf ein und dann, sobald du darauf eingehst,
hören sie plötzlich damit auf, als wenn die irgendwie ein Spiel draus machen. So, oh, wollen wir mal schauen, wie lange ich brauche, um den Typen zu knacken. Und sobald du dann darauf eingehst und sowas sagst wie, hey, ja, ich habe auch Interesse an dir und ich finde dich auch ganz nett. Und so, dann, zack, du wirst versetzt, du wirst betrogen, du wirst hintergangen. Und dann reg ich mich drüber auf und kann auch Argumente liefern. Ich sag ihm im Grunde das, was passiert ist, weil die anscheinend geistig behindert sind und das vergessen. Dann stelle ich mich so hin und sage, hey, pass auf, du hast mich die ganze Zeit angebaggert, ja, was soll der Scheiß? Und dann heißt es aber, oh, der Raven, der ist aber komplett geistig behindert und gestört und what the fuck? Ich bin gestört, weil ich mich darüber aufrege, dass ich 2-3 Wochen angebaggert werde und sobald ich darauf eingehe, fallen gelassen werde, darf ich mich nicht drüber aufregen? What the fuck, ey? Aber okay, speichern. Und testen. Blubbermann. Da hätte ich ja Bock auf Stacheln. Jein. Magneten? Nee, das wäre auch dumm, wenn das wieder Magneten wären. Zumal, was ich lustig finde, das ist irgendwo derselbe Roboter, aber der hat komischerweise jetzt eine Magnetenresistenz, hä? Ja, wenn die Schlangen das wären, wäre das doch extrem kacke, weil der am meisten in der Luft ist. Oh ja, okay, ich hab's gefunden. Ja, ich denke, ich werde neu laden. Ah, nee, guck mal, wie fair. War das jetzt schon der zweite Gegner? Ich habe nicht drauf geachtet. Was ist das hier? SP. Keine Ahnung, wofür die Abkürzung steht, aber das ist die Waffe meines Vertrauens. Der Bubble Man, der Fucker, ey. Okay. Ja, klar. Wenn ich will, dass du springst, springst du nicht, ne? Oh, okay. Oh, sehr gut. Woo! Yay! Ja, das war jetzt schon das Ende? Hä? Ich check die Stage gerade nicht. Hatten wir denn den ersten... Oh, wahrscheinlich hatten wir... Ja, ich hab wahrscheinlich nicht aufgepasst. Das ist vielleicht noch besser so, ja? Einfach mal off-topic reden und das Spiel einfach an sich vorbeiziehen lassen. Whoops, da wurde ich jetzt leider interveniert. Kam jetzt meine Mutter nach Hause. Gleich schon wieder könnte ich... Ups, hat sich das Bild jetzt verschoben hier? Kommt mir so vor. Könnte ich gleich wieder die nächste... Moment, wie viel Leben habe ich? Bla 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 bla. Okay, speichern wir. Die nächste Lester Fiesta hier starten. Lester Fiesta klingt nach einem Reim. Ich hatte ja so gemeint hier, Zeitung und so, ne? Ja, ursprünglich wollte ich ja... Meine Fresse, ich komme nicht aus dem Menü raus. Ich muss irgendwas wählen. Ursprünglich wollte ich ja... die beiden Sachen Vormittag machen, war aber dann müde, hab das eine halt nachts gemacht und jetzt wollte ich halt in Ruhe aufnehmen, weil ich wusste, jo, und hier sturmfrei und so, ne, weil wenn ich das jetzt um 13, 14 Uhr gemacht hätte und nach Hause gekommen wäre, dann wäre der sturmfrei jetzt vorbei. So, jetzt kommt meine Mutter nach Hause und hat sich mehr oder weniger darüber aufgeregt und ich meinte dann so, ja, nee, du hast jetzt hier, ich wollte das so machen, dass ich jetzt aufnehme und dann danach rausgehe. Und dann fing sie so an, ja, das ist heiß draußen, du könntest ja einen Sonnenstich kriegen, diese dämliche Bemutterung, die auch richtig, richtig nervig ist. Weil es ist ja anscheinend der erste Sommer in meinem Leben, ne? Also ich meine, Sonne im Sommer, das ist natürlich... Es geht gar nicht, ne? Da muss man ja Schutzkleidung tragen und den ganzen Schissel. Und jetzt ging es eben darum, dass ja beide nicht gleichzeitig rausgehen können, weil wir ja nur einen Sonnenhut haben, den ich wahrscheinlich eh nicht tragen werde. Einfach schon aus Protest. Naja, und ich habe mich jetzt so hingestellt und meinte halt, jo, ich wollte jetzt aufnehmen und dann losgehen. So, also wenn du jetzt... musst du ja deine Zeitung auch noch rausbringen. Wenn du jetzt raus... Da waren keine Stacheln. Da waren keine Stacheln. Wenn du jetzt rausgehst, nehme ich auf. Und wenn du jetzt aber eine Pause machen willst, dann... dann gehe ich jetzt raus. Dann nehme ich auf, wenn du nachher rausgehst. Und jetzt hat sie sich jetzt aber so wieder hingestellt, von wegen, ja, und wegen dir muss ich jetzt sofort gehen, rausgehen.
damit du in Ruhe aufnehmen kannst. Dabei wollte ich jetzt eigentlich eine Pause machen. Ich habe ja schließlich gearbeitet. Du hast den ganzen Tag Zeit. Weißt du, ich habe gesagt, entweder du gehst jetzt raus und ich nehme jetzt auf, oder du bleibst zu Hause und ich gehe raus. Ich mache einfach genau das Gegenteil von dem und dann ist jeder zufrieden. Nein, das wird einfach komplett ignoriert. Die Tatsache, dass ich mich bereit erklärt habe, jetzt zu gehen, damit sie Pause machen kann, wird einfach ignoriert. Es wird einfach konsequent ignoriert. Und jetzt bin ich auch wieder das Arschloch. Jetzt heißt es ja wieder, ja, wegen dem Spasti muss ich ja jetzt rausgehen und nicht später. Ich muss jetzt rausgehen. Ich darf nicht meine Pause machen, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe zwei Möglichkeiten gegeben, aber es wird einfach ignoriert. Das sind so die Sachen. Ich habe so oft das Gefühl, dass ich einfach deswegen glaube ich auch oft, dass ich kein Mensch bin, weil ich einfach von geisteskranken, minderbemittelten Spasten umgeben bin, ja. E-Girls im Internet, die damit drohen, sich 8 Millionen Mal am Tag umzubringen, sehen jetzt selber nicht ein, dass die Scheiße labern. Nein, 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 nein. Ich muss natürlich 8 Millionen Mal Mitleid haben. Mütter, die einfach meine Kompromisse ignorieren. Vielleicht sollte ich wirklich auch mal damit anfangen, damit zu drohen, mich umzubringen. Aber dann wiederum, das ist auch so das Ding. Wer sich wirklich umbringen will, der sagt es nicht. Der macht es einfach. Wenn du wirklich... Das ist halt so, das ist ein eiserner Fakt. Wieso komme ich jetzt nicht mehr rum? Das hat vorher funktioniert. Fickt euch alle ins Knie. Ich bin jetzt schon wieder so aggro. Wenn du wirklich dich umbringen willst, den Willen hast, dann sagst du das keinem, weil du ja auch nicht aufgehalten werden willst. Die Leute, die damit drohen, sich umzubringen, die wollen ja nur Mitleid erhaschen. Im normalsten Normalfall ist das eigentlich ein Signal. Es ist die Unterstufe. Also im Grunde sagen die Leute damit: Hey, mir geht's nicht so gut. Ich brauch mal ein bisschen Hilfe. Im Normalfall. So jemand, der 500.000 Mal damit droht, der hat natürlich einfach eine Klatsche. Ne? Aber das ist so das Ding. Sowas muss ich mir hier täglich geben. Jetzt bin ich der Böse, obwohl ich ja hier einen Kompromiss gegeben habe. Aber ja, das ist so das Ding. Meine Kompromisse und Co. werden einfach ignoriert. Da heißt es dann, ich höre immer nur das Schlechte und das Negative raus. Ja, die Leute ignorieren ja meine Gutmütigkeit und meine Kompromisse. Aber ja, ihr macht schon alle euer Ding, nicht wahr? Ich bin ja nur letzten Endes der vielleicht von allen Menschen daran zugrunde geht, weil ich mir die Scheiße, die ganze Grütze merke, die ihr alle von euch gibt. Ihr Hurenkinder, ihr Missgeburten. Ja. Sehr interessant hier, werde ich jetzt mal ignorieren. Erinnert mich ein bisschen an Mega Man 1, da die Stage von Gutsman. Nur halt natürlich weitaus fairer. Du hast vielleicht 0,5 Sekunden mehr Zeit zum Reagieren. Ja, 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 so. Dieser Moment, wenn du 2 Minuten ein Thema ansprechen willst und dann nach 50 Minuten immer noch nicht fertig bist. Okay, hier Woodman. Testen wir mal wieder schön aus, weil im Grunde werde ich A, keinen Checkpoint kriegen und B, habe ich nicht mehr die Mittel, um da wieder durchfliegen zu können. Laser! Oh Gott, der Laser. Der fucking Laser, der 500 Jahre lang anhält. Okay, das ist es nicht. Moment, nein, nein, nicht Laser. Stachi wäre jetzt irgendwie cool, weil Blätter und so. Ja. Okay, nehmen wir. Nehmen wir auf jeden Fall, ja. So, jetzt, das ist der Versuch, wenn ich jetzt sterbe, ich soll's nicht beschreien. Fick dich. Wow! Damn! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, gut, gut. Aber wobei, bringt's mir jetzt irgendwas? Kriege ich einen Checkpoint? Ich krieg auf jeden Fall schon mal Leben. Sehr cool. Ja. Ja. Im Normalfall hat man ja die Möglichkeit... Ja, hier. Das ist fair. Da habe ich die Möglichkeit... Ich hätte nicht gedacht, dass der tatsächlich schießt. Ich dachte, ich bin zu weit weg. Tatsächlich die Möglichkeit auszuweichen, aber
Das war jetzt eben richtig Holocaust. Ja, wenn ich jetzt hier. Okay, ich krieg einen Checkpoint. Sonst hätte ich definitiv Safe State geladen. Ist mir zu blöd. Okay, jetzt zumal der normale Blaster ja wohl mehr abzieht als die Stachis. Oh, da kam er wieder. Da ist er doch respawned. Holy shit. Oh Gott. Regeneriert er mal sein Leben? So, da habe ich gerade irgendwie eine Nachricht gekriegt. Vielleicht kommt da jetzt noch irgendwas Behindertes. Wollen wir mal reingucken? Ich mach das jetzt mal. Nee, doch nicht. Aber ausnahmsweise mal was Nettes. Ausnahmsweise mal, hups, was Nettes. Ja, wie gesagt, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es ist. Ich meine, ich kann das schon verstehen, dass man sich dann, dass manche sich dann auch so vielleicht denken, die zwei, die dann vielleicht meine. Da klingt die Folge, das Ding ist da, Folge zu Ende. Die zwei, die dann reinhören, sich dann vielleicht auch mal so denken, so, wow, Junge, Alter. Aber was soll ich tun? Also, es ist halt die Realität. Klar, bin ich gerne mal ein Arschloch und so, was bringt nichts. Ich rush da durch. Bringt nichts, gegen den zu kämpfen. Da komme ich besser bei weg als. Wieso sind da jetzt drei? Waren es vorhin auch schon drei? Wow. Ne, aber ja. Das Ding ist immer wieder, dass meine Aggressionen, meine verbalen Aggressionen sind immer Reaktionen auf das Verhalten der anderen. Und das ist immer das, was die Leute ignorieren. Die Leute bauen Scheiße. Ich habe das auch schon mal in einem Resident Evil 1 Let's Play gesagt, wo ich Cruise of Hard gespielt habe. Ich verweise darauf, um zu sagen, hey, das war vor ein, zwei Jahren genauso und ich habe genau dasselbe erzählt, das hat sich nichts geändert. Die Leute schießen. Naja, fliege ich drüber, hat ja keinen Sinn. Hab kein Leben mehr, oder? Ja. Die Leute schießen mir ins Bein. Ich reg mich auf, dass man mir ins Bein geschossen hat. Und die Leute wundern sich dann, dass ich mich aufrege. Sie vergessen einfach, dass sie mir ins Bein geschossen haben. Ja? Sie vergessen es einfach. Sie vergessen es einfach. Oder noch ein härteres Beispiel: Die Leute erschießen deine Katze. Ich krieg Mordlust, weil die meine Katze getötet haben. Und die wundern sich, die vergessen einfach, dass sie meine Katze getötet haben. Und stellen sich dann so hin von wegen, der Junge, ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Ja, sie vergessen es einfach. Oder ich weiß nicht, ob das hinterfotzig ist. Ich glaube, die vergessen es wirklich einfach. Die vergessen es einfach. Da fragt man sich dann schon, was für ein grenzdebiles, dummes, minderbemittetes, beficktes Hurensohnwesen muss man sein, dass man von anderen Menschen die Katze tötet. Und das dann einfach vergisst. Wie geht das? Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Aber okay, ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's für heute mit Let's Play Mega Man 3. Naja, ne? Genau. Ja, wir werden auch diese Stage irgendwie schaffen. Irgendwie, ja. Und wenn ich noch 500, mich 500 Jahre über andere Menschen aufregen muss, werde. Wie gesagt, ich bin kein Heiliger. Aber ich handle zu 90% immer aus der Defensive heraus. Wenn ich fluche, wenn ich mich aufrege, wenn ich Leute beleidige, Leute beschimpfe, mich von Leuten verabschiede, dann kommt es immer aus der Defensive heraus. Und das ist immer das, was ignoriert wird. Dann wird überall rum erzählt, ach, der ist ja so böse und der hat ja gar kein Verständnis. Ja, sorry. Aber wenn man mir ins Bein schießt, meine Katze tötet, mich bei lebendigem Leibe erhängt und ertränkt und sorry. Aber vergesst eure Taten nicht, verfickte Scheiße. Vergesst eure Taten nicht. Vergesst sie nicht. Gott. So, ma manchmal reicht mir das ja, wenn die Leute einfach kommen und sagen, ja, ich sehe es ein, ich habe Scheiße gebaut. Das ist ja auch der Grund, wieso ich manchen 500 Mal verzeihe. Wenn sie ankommen und sagen, ja, du hast recht, sorry, mein Fehler, hab Scheiße gebaut, dann reicht mir das oft. Aber oft ist es halt nicht so. Dann die Leute vergessen einfach, was sie tun. Und ich vergesse es halt nicht, ich merke mir alles. Das ist auch ein schlechter Charakterzug. Ich merke mir jedes einzelne Wort, was man zu mir sagt. Ja.
Bis zum nächsten Mal. See ya.